Servus, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Quanda. Wie ihr bereits sehen könnt, hier, wir haben einen etwas dunkleren Hintergrund für euch. Das hat einfach den Hintergrund, sprichwörtlicherweise, dass wir Produkte mit ein bisschen höherem Kontrast für euch präsentieren können. Und wir stehen hier jetzt wieder in Ennepetal. Also hier wird es nicht mehr passieren, dass euch ICEs im Hintergrund irgendwie soundmäßig irritieren. Wir haben uns Mühe gemacht, das Studio hier wirklich so herzurichten, dass wir den maximalen Zuschauerkomfort damit erreichen, sowohl von der Akustik als auch vom Bild. Das heißt, wir haben wirklich sehr wenige Störgeräusche, hoffentlich. Wir werden das jetzt mal austesten. Das ist nämlich unser erster Tag jetzt heute hier. Wir sind wieder zurück im Bereich, ja, das Gebäude 1, so könnte man sagen. Das ist das erste Gebäude, was wir hier gebaut haben. Und das einige von euch werden es vielleicht kennen, unser Hauptwerk in Ennepetal. Und wir werden euch, habe ich ja schon angedeutet in dem einen oder anderen Video vorher, einige Eindrücke auch noch wiedergeben aus dem Bereich Produktion. Da werden wir euch ein bisschen mitnehmen, wie es ausschaut, wenn Artikel produziert werden, wie das Ganze angemischt wird, wie die Maschinen laufen. Dann werden wir euch zeigen, wie es hinten im Lager abläuft, das eine oder andere an Bestellung vielleicht auch mal durchgehen, beispielhaft. Und dann haben wir natürlich hinten raus auch die Verpackung und den Versand. Auch da stehen noch einige Neuerungen an. Das heißt, auch Schritt für Schritt nehmen wir euch da so ein bisschen auf die Reise mit, damit es nicht immer nur ein reines Quanda ist, wo ihr uns die Fragen stellt, die ich dann gerne beantworte, sondern wir so ein bisschen mehr Dynamik reinkriegen und hier und dort halt auch ein paar Einblicke dann letzten Endes ihr bekommt. Und anfangen werden wir einfach mal hier mit dem neuen Studio, was wir euch gleich noch ein bisschen zeigen, wo wir auch verschiedene Gäste demnächst empfangen werden. Ich freue mich auf jeden Fall für diese kleine Veränderung auf dem Kanal und hoffe, ihr euch auch. Deswegen gebt uns gerne dazu auch mal unten in die Kommentare Feedback, wenn ihr möchtet. Mich würde es auf jeden Fall freuen. So, kommen wir zum eigentlichen Teil des Ganzen. Eure Fragen. Das, was wir auf dem Tisch liegen haben, da sage ich gleich noch was zu, aber ich möchte gerne auf eine Frage eingehen. Die habe ich mir hier nämlich gerade schon rausgesucht. Hallo zusammen. Wie kann ich am besten die mattgraue Verkleidung von meinem Motorrad behandeln und damit die matte Oberfläche schön frisch und gepflegt aussehen lassen? Lässt sich nach entsprechender Wäsche die Fläche dann direkt Keramik versiegeln? Ich würde mich freuen, wenn mehr fürs Zweirad auf den Markt kommt. Ein Multireiniger von euch wäre super. Das kleine Black Hole Trockentuch eignet sich übrigens hervorragend zum Trocknen. Also, wir fangen jetzt mal von hinten nachher an. Das Black Hole Trockentuch ist natürlich auch super für Motorrad geeignet. Und wir haben einige andere Produkte, hier haben wir sie natürlich rein zufällig schon mal stehen. Wir haben sowohl das Recover, das Back in Black, als auch das, was jetzt nicht hier steht, das wäre das Eco-Shield. Das ist unsere Keramikbeschichtung für euch im Sortiment, die ihr auf diesen Oberflächen anwenden könnt. Die Produkte funktionieren auf unlackierten, grob strukturierten, porösen Oberflächen, wie auch glatten, unlackierten Oberflächen. Einzig allein das Eco-Shield könnt ihr zum Beispiel auch für folierte Verkleidung oder Aufkleber benutzen. Mein Hinweis dabei ist immer an unauffälliger Stelle testen, das sowieso. Grob von der Standzeit her ist das so aufgebaut. Das Recover, das hätte den höchsten Glanz, es ist eigentlich in Reifen geht, es funktioniert aber wunderbar auch für Kunststoffe. Dann haben wir das Back in Black, das ist etwas matter, hat auch die etwas höhere Standzeit am Kunststoff letzten Endes. Und beim Eco-Shield, bei der Keramikversiegelung, könnt ihr euch natürlich sicher sein, dass ihr ungefähr circa ein Jahr, vielleicht auch je nachdem, wie viel ihr fahrt, zwei Jahre was davon habt. Deswegen wäre das eine klare Empfehlung fürs Motorrad. Und eine Sache, auf die wir auch relativ stolz sind, es ist leider noch nicht so offen kommuniziert oder direkt ersichtlich. Die meisten unserer Produkte könnt ihr natürlich auch fürs Zweirad verwenden. Jetzt haben wir bei vielen Produkten, die ihr von uns bereits kennt, wir nehmen mal hier als Beispiel das Autoshampoo, recht große Gebindegrößen. Bedeutet, wir haben viele Literflaschen dabei. Wir werden bei Liquid Elements jetzt einige Produkte auf einen halben Liter runterschrumpfen. Jetzt sagt der ein oder andere Mopedfahrer natürlich, halber Liter ist auch noch relativ viel. Geht es nicht auch mit der Hälfte, mit 250 ml vielleicht? Auch da werden wir demnächst was anbieten. Es wird also eine separate Brand geben, wo wir kleinere Flaschen, kleinere Gebindegröße anbieten. Die Brand wird noch nicht bekannt gegeben. Das hat halt spezielle Gründe, dass wir dem nicht vorgreifen wollen. Aber ihr könnt euch sicher sein, fürs Motorrad kommt auf jeden Fall auch noch was. Dann habe ich hier noch eine interessante Frage. Hallo Liquid Elements Team. Meine Frage ist nun, wir haben hartes Wasser bei uns. Wie verhält es sich mit dem Benutzen eurer Mikrofaserwaschmittel beim Waschen von Mikrofasertüchern? Bei herkömmlichen Textilien legen wir immer einen Antikalktab mit in die Waschmaschine. Muss man das auch beim Waschen der Tücher mit eurem Waschmittel tun? Oder werden die Tücher dadurch beschädigt oder mit Leidenschaft gezogen? Also hartes Wasser heißt ja eigentlich nur, dass du zu viel Mineralstoffe da drin hast und die natürlich den Waschvorgang letzten Endes behindern können. Ein Antikalktab ist als Zusatzstoff gar kein Problem fürs Mikrofasertuch, auch kein Problem fürs eben nachgefragte Taulo-Reset. Das könnt ihr ohne Schwierigkeiten verwenden. Ich würde nur davon abraten, sämtliche anderen Zusätze zu nehmen. Also heißt irgendwelche Parfüms, Aperturen, Weichmacher oder Weichspüler, sonstiges. Nehmt davon bitte Abstand, wirklich nur diesen Antikalktab dann dazu. Das würde vollkommen ausreichen. Eine Sache, die ich hier noch liegen habe, da habe ich euch gerade schon gesagt, wollte ich mal ganz kurz drauf eingehen.
Ich hatte in einem vorhergehenden Video auch schon gesagt, dass wir hier und da immer mal wieder diese ganzen Developments, die wir auch so machen, mitnehmen. Und das würde ich mal eben in die andere Kamera halten, dass ihr euch das hier einfach einmal genau anschauen könnt. Das ist der 3D-gedruckte Prototyp. Und das hier ist das letztendlich fertige Teil geworden. Das ist die Akkuhalterung für die A800. Die A800, für die Leute, die es noch nicht kennen, ist unsere Mini-Poliermaschine. Wir nennen das Ding Pico-Polisher, also noch ein bisschen kleiner als unser A1000-Nano-Polisher. Hat zwei verschiedene Köpfe, das ist der gewinkelte, es gibt auch noch einen geraden Aufsatz. Und diese Geschichte lässt sich dann letzten Endes mit der Akkuhalterung verbinden. Wir haben auch bei den Akkus eine kleine Evolution. Das hier ist der alte, das ist der neue Akku. Die sind auf jeden Fall aber beide kompatibel mit der aktuellen Akkuhalterung. Die Akkuhalterung ist dafür da, dass man sich das Ding einfach an die Hüfte, an den Gürtel irgendwo dran klipsen kann. Und ja, das ist eine so der neuesten Entwicklungen, die wir gemacht haben. In kommenden Videos werde ich euch aber noch ein bisschen mehr Einblicke geben. So könnt ihr aber mal sehen, das ist der 3D-gedruckte Prototyp, natürlich inklusive Kunststoffhalterung. Und hier hat es noch diese Kabelaufwicklung. Die haben wir hier nicht mehr dran, weil wir hier davon ausgehen, dass diese Kabelaufwicklung keinen Sinn macht. Das heißt, das ist das letztendlich fertige Spritzgussteil geworden. Und so läuft das eigentlich immer bei uns ab. Das heißt, wir haben mehrere Stufen, machen also erstmal einen Designprototypen, ein Ergonomiemuster kommt danach. Dann gibt es ein technisches Muster, was auch die Kontakte und die Funktionalität schon mitbringt. Und dann kommt das letztendliche Teil, nämlich das, was ihr dann auch hinterher in der Serie kaufen könnt. Gut, auch wenn ihr dazu Fragen habt, stellt sie uns gerne. Wir sind dafür alles offen. Das können sich auch gerne mal auf Poliermaschinen oder irgendwelche entwicklungstechnischen Sachen beziehen. Schreibt uns unten in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, freue mich aufs nächste Quanta mit euch. Bis dahin, ciao.